Oder nicht? Aber ich kann ja trotzdem schon mal einsteigen, weil es auch 45 Minuten immer ein bisschen knapp ist, wie soll ich sein? Ist das dick? Das ist dann? Ja, erstmal schönen Dank für euer Interesse, nah und fern. Und ich möchte noch mal kurz vorausschicken, dass das Thema, was es hier geht, schon so ein bisschen in eine theoretische Richtung geht. Ich habe ja das genannt, Lernen reicht nicht. Und ich denke, das ist eine relativ provokative These. Ich weiß nicht, hat das bei euch schon irgendwas ausgelöst? Neugier oder Widerspruch? Ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung dafür geschaffen. Ja. Das heißt ja, und Strukturen müssen wir sein. Noch weiter, was ist denn Lernen überhaupt? Ich lehre mir mal Lernen. Lernen reicht nicht, ja. Ja, ich habe mich mal intensiver mit dem Thema Lernorganisation beschäftigt. Und in dem Zusammenhang fand ich interessant, was Ari de Geus vor den 90er Jahren dann auch mal veröffentlicht hat als Ergebnis einer Shell-Studie. Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen den Organisationen, die so mehrere hundert Jahre leben und die, die nur 40, 50 Jahre dann weg vom Fenster sind? Und daraus sind ganz interessante Erkenntnisse entstanden. An den habe ich weitergedacht und habe das irgendwie in Beziehung gesetzt, auch zu dem, was eigentlich in den wilden 90er Jahren der Lernorganisation, kann man schon sagen, begonnen, August Schön und Peter Senge, was da alles entwickelt worden ist und was seitdem auch letztendlich publiziert wurde. Das ist schon erstaunlich. Das Faszinierend finde ich, dass das Theorieangebot im Vergleich mit dem, was in Organisationen wirklich passiert ist, das ist erstaunlich wenig. Das hat für mich nochmal so Anlass gegeben, mal genauer hinzugucken, was sind denn jetzt eigentlich die Gründe dafür. Da bin ich auf ein paar Ideen gestoßen, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Ist zwar nicht das ganze Modell, was ich da jetzt hier ausgedacht habe, sondern ich möchte einen Ausschnitt davon zeigen, was ein bisschen das Wesentliche beinhaltet und auch nochmal eine ganz pragmatische Arbeitshilfe vorstellt. Das möchte ich kurz vorstellen. Ich hoffe, das geht auch relativ schnell, weil ich in den Expertenkreisen auch einiges schon auch voraussetzen kann. Ja, das geht nach unten, ne? Nach rechts und links. Ach, genau. Ja. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Grundannahmen meines Denkens, meines Denkrahmens benutzt. Und eins muss ich vielleicht noch ergänzen, weil ich eben den Ari de Geus erwähnte, mit seinem Buch The Living Company hat er die Ergebnisse dieser Shell-Studie ausführlich beschrieben und kommentiert. Und ich habe das aufgegriffen und habe jetzt gesagt, jetzt nenne ich mal mein Modell einfach The Living Company 2.0, weil ich auf den Ergebnissen aufsetze und das gewissermaßen weiterführe. Und er hat damals schon die Organisation als einen lebenden Organismus begriffen. Und ich denke, wir erleben gerade wirklich auch einen ganz essentiellen Paradigmenwechsel vom modernistischen Weltbild zum biologischen Weltbild. Das war für mich einer der wesentlichen Aspekte, weil ich der Auffassung bin, dass wenn wir einen solchen Paradigmenwechsel vornehmen, auch nochmal ganz andere Erkenntnisse gewinnen, indem wir dann auch auf die Funktionsweise von Organisationen gucken. Vielleicht habt ihr es inzwischen schon auch mal so überlesen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen, aber vielleicht steht da schon mal eine Frage. Das
gemeint ist. Ich hatte ja heute Morgen in dem Pitch schon gesagt, das Thema Lernorganisation ist für mich einfach noch ein bisschen zu eng. Für mich geht es im Wesentlichen auch das, was der Mario Wolfgang mal probiert hat, um den Aspekt der Lebensfähigkeit von Organisationen und wie kann man Lebensfähigkeit erzeugen in der Organisation, Organismus. Nicht nur Lebensfähigkeit zu erreichen, sondern auch die Gestaltung der Zukunft einer Organisation. Das ist auch ganz wichtig. Und das sind dann gewissermaßen die Aspekte, die für mich dann auch dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, Lernen reicht eigentlich nicht, denn wir müssen dafür sorgen, dass wir in Organisationen die Potenziale identifizieren und halten. Soweit erstmal dazu. Und als ich dann mir Gedanken gemacht habe, was ist denn das, was eigentlich im Moment auch wirklich ein Kernproblem darstellt, bin ich darauf gestoßen, dass letztendlich die Kopplung zwischen Strategie und Kernkompetenzen oder überhaupt Kompetenzen einer Organisation teilweise aufgrund der fragmentierten Struktur in den Organisationen gar nicht richtig recht funktioniert. Und ich bin auf diesen Kreislauf gestoßen und habe gedacht, es müsste im Grunde genommen aus der Mission, und der Strategie abgeleitet werden, welche Kernkompetenzen muss dann eigentlich eine Organisation entwickeln, mit der sie dann in der Lage ist, eine Business Operation, das heißt ein Kundennetzwerk zu erzeugen. Und wie gut und schlecht das funktioniert, müsste durch so eine Retrospektive, Inspect und Adapt, reflektiert werden. Und die Erkenntnisse müssten dann wieder in die Strategie zurückgehen. Und darin sehe ich eigentlich so gewissermaßen das Herz, auch den Herzschlag einer Organisation. Wenn das sinnvoll miteinander gar nicht verbunden ist, das das funktionieren. Und realisieren könnte man das in der Form, dass es praktisch ein Entscheidungsgremium gibt, in dem wirklich diejenigen am Tisch sitzen, die die Kompetenz haben, die Entscheidungsbefugnis, das heißt Macht und Geld, schließlich auch etwas wirklich gemeinsam zu erarbeiten, was Sinnhaftes aus der Strategie abzuleiten und zu sagen, jetzt halten wir hier wirklich auch den Nutzen und erzeugen damit mit vernünftigen Entscheidungen die Voraussetzung, dass wieder aufgrund dieser Entscheidung praktisch die als Prämissen dann gelten für die Umsetzung der Maßnahmen. Und ein Aspekt, der bei dieser Art der Entscheidungsfindung in diesem Gremium von Bedeutung ist, betrifft gewissermaßen die strategische Ausrichtung der Organisation auf das Verhältnis von einem offiziellen Seminar-Kursprogramm und den selbstorganisierten Lernenorganisationen. Also ich denke, jede Organisation wird in irgendeiner Form beides repräsentieren. Es gibt viele Berufe, in denen es Qualifizierung geht, die an dessen Ende dann Lizenzierung stehen, die zur Ausführung ganz bestimmter Rollen notwendig sind. Und zum anderen ist eindeutig der Trend, sich selbst organisiert, einem, sag mal, Prozess von Arbeiten und Lernen weiterzuentwickeln, also auch eigene Potenziale zu erkennen und weiterzuentwickeln. Dafür muss auch Raum und Struktur geschaffen sein. Aber letztendlich ist es auch wichtig, dass von diesem Gremium hier auch die strategische Vorgabe, in welche Richtung wollen wir uns eigentlich entwickeln, ist es notwendig, sich zu entwickeln, auch mit entschieden wird. An diesem Tisch müssen dann... Kurz stören, ich lese gerade, dass die Teilnehmer von draußen sie sehr schwer verstehen. Ah, okay. Wenn das jetzt mal hier probieren.
Und später, wenn es um die Fragerunde geht, bin ich dann besser. Vielleicht das nochmal ein kurzer Hörcheck. Wie sieht das jetzt aus? Kann ich besser verstanden werden? Bei mir ist jetzt besser, ja. Meinst du, dass das Mikrofon dort vielleicht noch eine Alternative ist? Es geht. Der Magic Finger. Ja. Wir machen einfach fort. Ich war gerade dabei, nochmal vorzustellen, welche Rollen praktisch an diesem Tisch sitzen, in dem Entscheidungen getroffen werden bezüglich der Unternehmenssteuerung. Und zentral ist die Geschäftsführung als Vertreter, dass die Strategie präsentiert wird, OE, Gesamtbetriebsrat oder irgendwie Mitbestimmungsgremien, das ist ja auch teilweise unterschiedlichen Organisationen, aber auch die IT. Das halte ich für erforderlich. Aber damit dürften diejenigen da sitzen, die Entscheidungen treffen. Und das, was sie da entscheiden, das mündet gewissermaßen in einer Auftragsklärung von Bildungsprozessen. Und das ist jetzt diese Arbeitshilfe, die ich hier jetzt etwas vorstellen möchte. Und da bin ich zunächst mal davon ausgegangen, was sind denn die eigentlichen zentralen, elementaren Prozessschritte, die damit mit einer lernenden Organisation oder mit einer lebensfähigen Organisation zusammenkommen? Da bin ich auf die einzelnen Schritte gekommen, vom Lehren, zum Lernen, zum Wissen, zum Können, zum Handeln, zum Innovieren. Das ist nichts Neues. Das kennen wir alle. Aber wenn wir mal schauen, was in der Praxis wirklich funktioniert, dann ist eigentlich Lehren und Lernen schon an sich ein Thema, weil das in Akademien oder in irgendwelchen Seminaren stattfindet und das Lernen mehr oder weniger praktisch nur im Individuum stattfindet. Aber dann geht es auch noch darum, wird denn das Gelernte auch zum Wissen? Wir haben Knowledge Manager, Managerinnen in Organisationen, ist auch schon wieder so ein Ausdruck, wie man mit Wissen speziell fragmentiert um. Das ist ein großes Problem, meine ich, weil es eben wenig auch mit dem Lernen verbunden ist. Und auch vom Wissen zum Können ist eigentlich ein relativ stolperhafter Übergang. Also wir wissen alle von Knowing Doing Gap. Und das ist auch etwas, was wir überwinden müssen. Aber wenn auch jemand dann schon etwas weiß und etwas kann, das ist noch lange nicht der Fall, dass die oder derjenige dann in der Organisation auch in einer Rolle tätig ist,
der diese Kompetenzen anwenden kann. Also das gehört im Grunde genommen auch dazu. Und ich habe Handeln und Innovieren nochmal unterschieden, weil es letztendlich auch hier gewissermaßen so um zwei Befähigungen einer Organisation geht, nämlich einerseits das Tagesgeschäft zu beherrschen, zum anderen aber auch Ideen und Produkte zu entwickeln, um die Unternehmung eben auch in der Zukunft noch im Markt zu halten, also das Innovieren. Und das sind dann in der Regel auch andere Kompetenzen, andere Haltungen, die notwendig sind. Aber das war dann auch noch nicht alles, weil das letzte Mal, diese drei Schwerpunkte zusammengefasst in Lehren und Lernen, in den Transfer und in die Anwendung. Das sind meiner Ansicht nach wirklich die drei Aspekte, um die es geht, die auch sinnvoll miteinander gekoppelt werden müssen. Aber dies zugleich eben auch noch im Hintergrund, dass wir verschiedene Ebenen in der Organisation unterscheiden müssen. Das ist also einmal das Individuum, die Person. Dann ist es auch die Gruppe, das Team, Projektteam oder wie auch immer. Und schließlich aber auch die Organisation. Aber darüber hinaus, wenn wir auch dann im Hinblick auf das Potenzial das ganze Thema KI auf keinen Fall fehlen. Auch das ist meiner Ansicht nach ein Potenzial. Das heißt, in dieser Matrix, die im Grunde genommen mehr oder weniger klar ist, logisch, nachvollziehbar, da gibt es sicherlich auch keine Widersprüche. Und damit ist auch nicht, dass es jetzt was Neues ist. Das Neue besteht meiner Ansicht nach darin, dass einzelne Bildungsprozesse, die man jetzt inhaltsneutralen Logistik macht, wie müssen die eigentlich miteinander gekoppelt werden, dass die auch eine Wirkung erzeugen. Deswegen habe ich das noch weiter durch diesen linken Teil Auftragsklärung zu Learning Transfer Design. Und das sind einige Aspekte drin, die für die Auftragsklärung essentiell sind. Es muss also einen Initiator geben, der die Initiative auslöst. Es muss ein Strategiebezug hergestellt werden zu einer Bildungsmaßnahme, beziehungsweise es kann auch sein. Zielgruppe muss definiert sein, benötigte Ergebnisse. Und es müssen auch Vereinbarungen schon getroffen werden zum Zeitpunkt der Auftragsmitteilung. Wie wird dann eigentlich der Transfer unterstützt? Wer ist dafür verantwortlich? Wie soll das passieren? In welchem geplanten Zeitraum? Was für ein Ressourcenbedarf wird benötigt? Und wie kann man das Ganze evaluieren? Denn die Absicht ist, um das wirklich auch harmonisch und organisch zu gestalten, bedarf es, dass aus der Auftragsklärung heraus auch Erwartungen formuliert werden, die sich hier in den rechten niederschlagen, erwarteter Wertbeitrag formuliert wird. Der kann natürlich materiell sein, der kann immateriell sein, aber es muss von Anbeginn klar sein, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und darunter kann man dann schreiben, was hat es denn für Auswirkungen? Das Individuum, das ist der Person, der Organisation oder auch für die Informationstechnologie oder KI und gegebenenfalls auch auf externe Stakeholder. Und unten führt dann der Pfeil auch zurück, dass man eben aus den Ergebnissen, die dann am Ende einer Bildungsmaßnahme auch wirklich wahrnehmbar sind, feststellbar sind, eine Betrachtung machen. Was haben wir erwartet und was ist jetzt wirklich eingetreten? Das kann man evaluieren und praktisch das auch als einen Lernprozess verstehen. Das heißt, im Grunde genommen ist der blaue Rahmen auch ein Meta-Lernprozess. Das kann man jetzt
anhand von konkreten Beispielen denken, was man jetzt im Hinblick auf irgendeine ganz konkrete Bildungsmaßnahme vereinbaren muss. Ich habe deswegen auch die horizontal mit Ziffern versehen und die einzelnen Potenzialebenen auch mit Buchstaben, sodass man da relativ konkret beschreiben kann in einem Actionplan, was muss eigentlich geschehen, welche Maßnahmen müssen definiert werden, damit beispielsweise die Kopplung bei dem Wissen von der Person in das Team geht. Oder wie können wir dann praktisch hier als Beispiel vom B3, also von dem Team, das Wissen transferieren auf die Ebene der Organisation, auf C3. Was müssen wir dann tun, damit eben dieses Wissen, das wir in den Projektteams gleich gearbeitet haben, auch in der Organisation verfügbar haben und weiter nutzen können. Das ist so die Idee, das wirklich so zu gestalten, so zu beschreiben, dass gewissermaßen von der Definition dessen, was erreicht werden soll, mit all den Maßnahmen, die notwendig sind für die Realisierung, am Ende auch festgestellt werden kann, haben wir das erreicht. Also das ist im Grunde genommen in der Aktion auch wiederum ein Lernprozess. Die Idee ist, dass wirklich die einzelnen Organisationen, Fachbereiche hinweg gemeinsam eine Bildungsmaßnahme definiert wird. Das ist der Kerngedanke zur Aufhebung der Fragmentierung in Organisationen und das Ganze aus einer organischen Perspektive zu betrachten. Das ist die Grundidee. Und zugleich meine ich auch, dass man hier gut erkennen kann, warum Lernen einfach nicht reicht, weil es eben sehr, sehr viele Bedingungen erfüllen muss, damit wirklich das Gelernte auch am Ende in der Organisation eine Wirkung erzeugen kann. Und letztendlich geht es wirklich darum, einen Wertbeitrag zu leisten und den auch nachweisbar zu machen. Und das ist heutzutage auch ein ziemliches Problem. Es geht ja letztendlich wirklich darum, die Lerngeschwindigkeit in Organisationen mehr oder weniger auch der Dynamik der Umweltveränderung anzupassen. Da haben wir heute in einigen Unternehmen doch erhebliche Probleme. Damit beispielsweise letztlich die Swiss, die nach 160, 170 Jahren dann plötzlich gar nicht mehr im Markt erschien. Ich denke, viele andere Organisationen haben das aber auch für sich schon gut gelöst. Also beispielsweise denke ich da an Otto, die wirklich den Sprung gemacht haben, die sehr behauptet haben, im Gegensatz zu beispielsweise Quelle oder Neckermann. Ja, eins möchte ich noch hinzufügen. Und dann allerdings auch gerne euch ins Gespräch kommen. Und zwar, was letztendlich für mich das Wesentliche ist, in der Erkenntnis, die ich mich mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe, ist, kurz auf die Formel gebracht, man muss die Stiege von oben kehren. Und deswegen habe ich jetzt hier die oberen drei Ebenen dieser, man kann schon sagen, etwas von Dills abgewandelten Ebene der Lernebenen abgewandelt. Und ausschlaggebend ist wirklich die Vision, Mission, die Strategie, die Ambition, woraus sich Werte, Mindset und Glaubenssätze zeigen, denen heraus dann auch die Schlüsselkompetenzen gebildet werden, die ich hier an dieser Ebene nochmal unterteilt habe von darunterliegenden methodischen und fachlichen Kompetenzen. Denn eins ist wichtig, meine ich. Der Aufwand für Veränderung, der liegt mit Sicherheit auf den oberen Ebenen. Da müssen wir sehr viel investieren und bilden und Raum schaffen in Organisationen.
Werte und gleichen durch Bilder unterscheiden. Und wichtig sind dann zum anderen, dass wir in unteren Ebenen der physischen Welt, Strukturen, Prozesse und Methoden, da gibt es sehr viele Veränderungen. Es gibt neue Produkte, neue IT, da ist eine relativ große Dynamik im Markt. Aber je höher wir kommen, desto stabiler ist im Grunde genommen die Verrückung, die Hebelwirkung dieser Lernebene. Und deswegen habe ich mich darauf konzentriert, Organisationen im Hinblick auf die Potenzialentfaltung wirklich ihre Arbeit konzentrieren müssen, ihr Mindset, ihre Ausgangssituation auf den oberen drei Ebenen. Und dann denke ich mir, mit Verständnis, mit diesem Kreislauf, den ich vorhin vorgestellt habe, würde man etwas in Bewegung setzen können, was wirklich auch Erfolg hat für die Veränderung der Organisation. Das ist jetzt so praktisch der Ausschnitt, den ich euch mal vorstellen wollte. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt auf eure Rückmeldung, was ihr für einen Eindruck gewonnen habt, was vielleicht neu ist, was zu kritisieren ist. Ja, natürlich jetzt ein bisschen Theorie nicht. Aber das ist auch ein Schlüssel der Zeit zu früh. Ich weiß nicht, ob es im Kreis der Offside-Teilnehmer gibt. Also ich habe vielleicht eine Frage, und zwar, also ich bin jetzt ein bisschen hängen geblieben, auch an diesem ersten Bild, mit dem dieses Entscheidungsgremium. Und ja. Wenn ich dann den Prozess sehe, da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass dieser Überbau und dieses darauf folgende Formelle von der Vorgehensweise, schon so ein bisschen verhindert. Also wenn ich jetzt an das letzte Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, denke, ja, und da die IT, den Gesamtbetriebsrat, die Organisationsentwicklung, also wenn ich sehe, dass die so einen Prozess gestalten, hätte ich größte Bedenken, dass es was wird, weil also ich frage mich, also Entscheidungsgremien besteht ja nun mal aus Führungskräften zu nahe treten zu wollen. Aber ich würde mir hier immer sowas wünschen, dass es eben wirklich gemischter ist. Also dass es nicht nur, dass es kein Gremium ist, kein Entscheidungsgremium, sondern dass es irgendwie, ich sag mal, stärker von der Basis auch mitgetragen wird, aus allen Bereichen jemand dazu kommt, der dann halt vielleicht etwas in dem Bereich vertritt oder irgendwie für etwas steht. Aber ich tue mich da ein bisschen schwer, mir da vorzustellen, dass dann diejenigen so einen Prozess steuern. Also da fehlt mir wirklich die Diversität. Auch wenn die jetzt klar divers besetzt sind von ihren Aufgaben, von der Vision her, aber dann ist es halt schwierig, wenn es dann wirklich nur Führungskräfte gibt. Man könnte jetzt vermuten, dass die weiße Box auf diesem Bild die maximale Abstraktion ist. Ja, genau. Das heißt, damit hier vorgeschlagenen 5 Parteien etwas oder Gremien etwas steuern können, brauchen sie ja Input. Der Input käme möglicherweise von einer sogenannten Basis. Da werden Modelle, da werden Gedanken, Konzepte erarbeitet, die auf der Gremienebene verprobt werden, bevor es zur Steuerung kommt. Also ich glaube, sehr wünschenswert. Ich glaube sehr wohl, dass es vielleicht keine 50-50, aber es gibt eine Teilhabe von gestaltenden Menschen als Einfluss in die Steuerung hinein. Die Steuerung wird, also ich spreche da ein Stück weit auch für unseren Konzern, die Steuerung wird nicht alleine nur zwischen diesen 5 Entitäten gehandelt. Sie ziehen sich Sachexpertise aus ihren Achsen, um das bewerten zu können. Vielleicht würde mir irgendwie sowas, also da bin ich halt vielleicht ein bisschen in das Konzernverband, vielleicht wieder gefallen, so divers besetzte Prozessgestalterinnen. Ja, das ist, also ich höre es. Ich
tue ich mit dem Wort divers schwer, weil diesem Begriff sehr viel zugemutet wird in den letzten 2-3 Jahren. Vielleicht taucht er deswegen auch nicht auf. Ich habe es aber herausgehört. Das Ganze kann gar nicht funktionieren, wenn nur zwei Ebenen miteinander arbeiten. Das war, wie gesagt, von mir nur ein Anmerkung, weil es eben so aussieht. Ja. Also Steuerung und Entscheidungsgremium schreit einfach nach, es werden die Führungskräfte hingesetzt und die beschließen und steuern den Prozess. Und da sehe ich eine große Gefahr einfach drin. Das wollte ich jetzt eben so anmerken. Ja, ich verstanden. Dieser weiße Kasten bedeutet, es ist irgendwie, es spiegelt das wider, was ich mir in meiner Wunsch- und Traumwelt vorstelle, bin ich damit zufrieden. Nur ich glaube, dass man es eben auch platzieren und kommunizieren muss. Ja? Also das ist so für mich ein bisschen der Punkt da drin. Weil wenn ich das jetzt so jemanden auf den Tisch lege, der, ich sage jetzt mal, in einer, ich bin heute unterwegs im Sinne des Mittelstandes, ja, der sagt so, ja klar, da rufe ich gleich den Holger an, der ist zuständig für HR und dann rufe ich den Michael an, der macht, ja. Und dann ist am Ende sitzen da eben halt die gewohnten Führungskräfte am Tisch, die über diesen Prozess entscheiden. Also wenn ich jetzt zuhöre, verstehe ich es vielleicht noch mal ein bisschen differenzierter, könnte man vielleicht überlegen, ob man in das Bild oder da irgendwo sowas wie Werte verankert. Also Werte, die diese vier Bereiche miteinander verknüpfen, weil es ist natürlich tatsächlich so, Steuerung alleine ist ja nicht gestaltungsfrei. Natürlich speist sie sich aus einer Strategie und aus einer Mission, aber das Ganze funktioniert auch wahrscheinlich nur, wenn man irgendwie ein Werteverständnis hat. Also gerade wenn man Gruppen bewegen will. Auf alle Fälle. Also ich denke, das spielt auch eine entscheidende Rolle. Deswegen hatte ich hier in diesem Bild auch hervorgehoben, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass in einer Organisation ein Diskurs gewissermaßen über diese Inhalte, diese Ebenen geführt wird. Damit überhaupt das Beziehung dass Führungskräfte einerseits Verantwortung tragen müssen für ihren unmittelbaren Bereich, für den sie in der Organisation eingesetzt sind, zum anderen aber auch im gleichen Maße Verantwortung für die Gesamtheit der Organisation wahrnehmen müssen. Also diese Perspektive, die parallel wirklich in Führungskräften präsent sein. Das heißt schon, bin ich auch bei deiner Also letztendlich sind Führungskräfte eben auch Repräsentanten ihres Bereiches und als anzunehmen, dass sie eben auch über das, was in ihrer Organisation passiert, gut im Bilde sind. Aber natürlich gibt es einerseits diese Perspektive, auf der anderen Seite gibt es aber auch die Perspektive der oberen Führungsorganisation, die verantwortlich sind, das Unternehmen sich hinentwickelt. Das ist, glaube ich, kein voll demokratischer Prozess, aber möglicherweise unterschiedlich von der Größe des Unternehmens. Das mag ein Konzern anders beurteilen als ein Startup. Sarah war zuerst. Hört ihr mich? Dürfen wir? Ja, gut, dann, ja, ich wollte auch nochmal ergänzen, also ich glaube, dass es tatsächlich zunächst, und das hattest du ja auch auf diesem dritten Bild gezeigt, eigentlich diesen oberen Teil dieser Pyramide braucht, nämlich Klarheit über das, wo möchte man letztlich hin in der Veränderung und welche Skills und Kompetenzen, also welche Future Skills brauchen wir eigentlich, und erst dann quasi kann nach meinem Verständnis und nach meiner Erfahrung, wie wir aktuell unsere Transformation steuern, kann sozusagen dann dieser Circle, den du auf dieser ersten Slide gezeigt hast, wirklich gut gelingen. Und ich stelle mir jetzt gerade so vor, also wir haben beispielsweise bei uns so ein genanntes Transformationsboard, wo tatsächlich, ich sag mal, Entscheider und das Transformationskernteam drin sitzt. Das kann man sich vorstellen wie so ein Steering-Komitee, was man ja sonst aus dem Projekt- oder Programmmanagement auch kennt. Das wäre dann so ein Äquivalent wie so ein Gremium, aber ehrlicherweise, also die würden natürlich niemals so eine kleinteilige Canvas jetzt durchgehen, wie das, was du
auf der zweiten Slide gezeigt hast, das wäre für mich eher etwas, was wieder im Operativen stattfindet. Aber ich finde den Gedanken an sich tatsächlich sehr gut, weil der treibt uns auch um, wie wir quasi übergeordnet strategisch Orientierung geben können, entlang unseres, sag ich mal, Zielbildes, wo wir eigentlich als Gesamtorganisation hinwollen und welche Skills und Kompetenzen und Learning-Maßnahmen wir in dem Kontext brauchen. Und dafür, glaube ich, braucht es aber tatsächlich diese, was du ja auch so schön hier gezeigt hast, nämlich diese Klarheit darüber, was ist unsere Strategie, was ist unsere Vision, Mission, was sind unsere Werte und was sind die Kompetenzen, die darauf einzahlen. Und da ist mein Eindruck, da krankt es ja schon in vielen Organisationen, dass das überhaupt nicht klar ist und auch gar nicht klar ist, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Ja, ja, das ist alles sehr voraussetzungsvoll, was ich da hier vorgestellt habe. Das finde ich auch. Aber letztendlich irgendwie kommen wir nicht drum rum, zu versuchen, Organisationen wirklich anpassungsfähiger zu machen an diese dynamische Umwelt. Und letztendlich wirken wir in Organisationen oder wir unterstützen Organisationen auf diesem Weg. Aber viele Alternativen sehe ich da eigentlich nicht. Und wenn ich sehe, woran es in der Vergangenheit im Wesentlichen gehapert hat, dann meine ich, dass es in vielen Dingen genau an diesen Themen liegt, die ich hier vorgestellt habe. Dass eben zu sehr fragmentiert gedacht wird, zu sehr noch in einem mechanistischen Weltbild. Und aus dieser Ecke müssen wir raus. Ja, die Sabine hat noch was auf dem Herzen. Sabine, wir hören dich nicht. Moment. Jetzt? Ich kann immer besser Lippen lesen. Aber jetzt hört er mich? Ja. Ah, ich habe hier, ja, egal. Ja, also ich finde, es ist meiner Meinung nach weiterhin mechanistisch, also um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, also es zeigt für mich eigentlich das Problem und von Corporate Learning, ehrlich gesagt. Und jetzt konkret würde ich zum Beispiel sagen, dass diese 6 Stufen von Lehren und so weiter muss eigentlich vorne anfangen mit Innovieren und Handeln und daraus ableitend kommen die anderen Punkte. Also es ist ein Fehler, es aus dem Lernen heraus zu entwickeln, sondern wir müssen es entwickeln aus, wofür ist die Organisation da? Und was jetzt hier meiner Meinung nach komplett fehlt, ist die Umwelt. Also die ändert sich, aber sie ändert sich auch unter Mitwirkung von Organisationen und deswegen fehlt mir das hier in dem Bild. Also ich glaube, dass es hier auch eine fragmentierte Darstellung der Komplexität ist. Und ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt. Und wenn, müssen wir dann anfangen bei Innovieren und Handeln und der Umwelt und daraus dann weiter ableiten. Ja, Sabine, die Argumente kann ich gut verstehen. Es liegt allerdings auch daran, dass das jetzt lediglich ein Ausschnitt ist. Mir ist bewusst, dass es nach dem Konzept Complex Adaptive Systems unverzichtbar ist, im Sinne von Ökosystems zu denken, die Umwelt mit einzubeziehen, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Das gehört eigentlich auch mit zu diesem biologischen Weltbild. Auszugehen von Innovationen und dergleichen, ich glaube, das ist diskussionsfähig. Also letztendlich bedarf es schon irgendwie einer klaren strategischen Orientierung von den Leuten, die da oben auch verantwortlich sind, in welche Richtung soll die Organisation entwickelt werden? Was ist ihre Mission? Und man kann natürlich auch daraus ableiten, die brauchen neue Produkte, mit denen wir Marktkunden begeistern wollen, dann steht Innovieren am Anfang. Aber letztendlich ist das dann möglicherweise der Impuls festzustellen, haben wir denn die Kompetenzen dafür zu innovieren? Also irgendwann setzt man dann auch ein, was haben wir? Und da kommen wir auch wieder auf das Thema Potenzialentfaltung. Welche Möglichkeiten haben wir, die Kompetenzen zu entwickeln oder müssen wir die irgendwie anders hier aufbauen? Also das kann man sicherlich auch noch diskutieren. Aber im Prinzip meine ich, dass die Strategie schon einen ganz entscheidenden Wert hat und den Ausgangspunkt darstellen muss.
Genau, dann sag, also genau, dass wenn Handeln und Innovieren sowieso logischerweise die Ziele sind von dem, was da besprochen und geplant wird, dann finde ich das Bild ganz spannend, was du hattest am Anfang, Peter, mit es gibt halt immer beides, das Kursprogramm und das selbstorganisierte Lernen. Denn wenn dieses Gremium kann sich ja quasi, eigentlich ist es eine Dreiteilung, denke ich. Also man, es gibt halt da, wo man weiß, das sind die Ziele, das Innovieren und das Handeln. Und es gibt da einen Teil Kursprogramm, den wollen wir, den beplant man irgendwie auf diesem Spielfeld. Und dann gibt es einen Teil, da wissen wir schon, was die Ziele sind und wir wollen das aber selbst organisiert abbilden. Und das finde ich schon mal ganz witzig, wenn man das schafft, sich zu überlegen, welchen Teil von unserer Entwicklung wollen wir jetzt wirklich bewusst eher top-down machen und welchen eher selbst organisiert. Und dann fehlt halt noch der Teil, wo können wir eigentlich noch gar nicht wirklich sagen, was die Ziele sind, weil das alles so im Fluss ist. Also wo kommt halt wirklich der organische Teil und wie lassen wir den einfließen, mit welchen Ansätzen und Formaten? Also ich will vielleicht noch anknüpfen. Ich hatte vorher in einer Session, da ging es nämlich auch um, ich sage mal, Produktinnovation und ich komme da auch aus dem klassischen Marketing und entwickle das. Und für mich ist es gerade so schwierig, weil ich im Prinzip eigentlich immer diese Stühle Ökologie und Gesellschaft mit besetzen möchte. Also und genau das ist für mich so auch an diesen ganzen Modellen, die wir fahren. Also ich hatte da vorher in meinem kleinen Impuls sowas über die Biomasse und was wir für ein kleiner Teil davon sind und wie viel größeren Teil, der da ist, dass wir den ignorieren. Und ich finde es so schön anschaulich eigentlich, weil wir wirklich so wenig und klein sind und trotzdem uns erlauben, mit allen Ressourcen auf die noch viel größere Biomasse zuzugreifen. Und ich halte es irgendwie, also für mich hat sich gerade im Kopf irgendwie so festgesetzt, wenn wir nicht in all diesen Bildern immer die Gesellschaft und die Umwelt drumherum sichtbar aufnehmen und sagen, und das gehört mit zur Verhandlungsmasse, egal ob es ums Lernen geht oder um ein Produkt geht, um eine Innovation geht, das ist der Bestandteil. Und diese Stühle für diese beiden Themen sind immer mit zu besetzen, durch wen auch immer. Glaube ich halt, dass wir da keinen Hebel haben. Also das ist was mich gerade wirklich bewegt, weil ich sehe unsere ganzen Methodenkoffer und es ist halt, die haben diese Themen nicht drin. Und ich finde es schwierig. Und du sagst, ja, das ist natürlich mitgedacht sozusagen. Ja? Aber mitgedacht reicht nicht mehr irgendwie. Ja? Und das ist so der Punkt, wo sind da die Hebel, wo kann man das sichtbar machen? Auch in solchen Framesets, die dann vielleicht genutzt werden, um das Lernen in die Organisation reinzubringen, wenn das nicht mit, also wenn davon ausgegangen wird, dass es mitgedacht wird und dann wird es halt nicht getan. Ja? Ja, also das ist so mein Punkt, ja, wo ich... Kann ich gut verstehen. Also das meiner Ansicht nach auch immer wichtiger, dass Organisationen sich eben auch in ihrer Umwelt bewusst sind, im Hinblick auf die Auswirkung, die sie hat, auch den Nutzen, den sie davon hat, dass das ein Austauschprinzip ist. Und daraus resultiert eben auch... eine Riesenverantwortung, denke ich. Und das wird ja auch im ESG abgebildet. Und da gibt es ja auch zunehmend Instrumente. Das ist ESG, also Environment, Sustainability and Governance. Das sind die Dinge, die im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr von der EU auch berichtspflichtig gemacht werden. Und damit existiert dann im Grunde genommen auch die Verpflichtung von Organisationen, in dieser Hinsicht berichtsfähig sich zu machen. Das Einzige, was ich jetzt so unmittelbar auf deinen Aspekt antworten kann, ist, dass ich in dieser Wertepyramide bei den Werten im Grunde genommen auch diese Umweltverantwortung oder das sich selbst begreifen als Teil des Lebens. Wir nur Teil des Lebens sind. Wir sind nicht das Leben. Wir dürfen uns nicht als
Human Resources so aufspielen, als ob wir Herr über alles sind, sondern wir müssen uns als Teil, wie du jetzt sagst, dann verwende ich dann den Begriff Biomasse zu verstehen. Vielleicht ist es doch einfach was, was in den Schlüsselkompetenzen fest drinstehen muss. Gesellschaftliche Verantwortung, ja, und soziologische Verantwortung irgendwie. Also es ist mir einfach, also ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich bin gerade getrieben davon, ihr seid alle Lernende, ihr wisst, wie es ist, wenn sich sowas im Kopf festsetzt, ja. Aber das ist irgendwie, dann gehört es für mich schon zu den Schlüsselkompetenzen dann dazu. Und dann kann es eben nicht nur mitgedacht werden und vielleicht vergessen werden, sondern es ist dann halt Bestandteil davon. Also es muss mitbenannt werden und mit sichtbar gemacht werden. Genau, genau, genau. Unsere Zeitscheibe ist abgelaufen. Ich möchte mich herzlich bedanken für euer Interesse und Beiträge, auch in die weite Welt hinaus. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt noch dran sind. Aber immerhin, ja, herzlichen Dank an alle. Ja, danke. Ich mag es total, wenn jemand Framesets entwickelt, zumindest in das Haar, wo ich sage, einen Pfad folgen. Ich kann auch mich daran orientieren. Orientierung ist für mich auch ein ganz zentraler Begriff. Ja. Ja, das Raummikrofon ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, also, wo man im Raum positioniert ist. Und sobald jemand dort raschelt, wird man hier nicht verstanden. Tja. Mhm. Aber zum Ende. Technik, ne? Die Technik. Aber es hat ja dann doch was. Okay. Ja. Kannst du jetzt rausziehen? Genau, den kann man einfach rausziehen. Das ist für mich immer keine Ahnung. Das ist, wenn dir was wichtig ist. Das wird oft gebracht und wir haben ja keine Zeit und wir dürfen nicht. Shit. Das. Ja.
Test. Test, 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 test. Ja, das Ding. Ja, und deswegen. Also wir gucken, wie wir das machen, dass die Leute uns sehen. Also, ah, das ist jetzt einmal diese, wenn ich weggehen soll, darfst du Bescheid, ne? Ja. Das ist jetzt einmal die Frontkamera und die andere wäre die nicht so. Ja. Das ist die da hinten. Aber ich will auch sehen, die Leute, was ist. Oh, guck mal, da kann man dich bis zu den Knien sehen. Genau, eigentlich soll man bis meine Füße sehen. Aber ja, das ist aber schon ziemlich gut. Das ist sehr gut. Ich kann noch ein bisschen mehr anzoomen. Füße. Ich will eigentlich wegzoomen, damit man. Ich kann aber noch weitergehen, damit du besser im Bilde bist. Oder du musst auf den Tisch. Table Dance. Nicht SAP-fähig, glaube ich. Also bei uns durften wir das nicht. Lieber nicht. Aber ihr. Wir dürfen das aus Sicherheitsgründen nicht, weil die Gefahr besteht, dass ich runterfallen könnte. Und dann darf ich sowas nicht. Und das mit dem Mikrofon probieren wir aus. Aber ich denke, wenn wir uns im Raum bewegen, geht das ganz gut mit dem Decken. Ansonsten können wir die beiden. Ja, kann ich in der Hand haben. Ja. Aber wir machen hier eine richtige Bewegungsübung. Ja. Super. Ja. Mal sehen, wie viele Leute waren wir hier. Achtsamkeit. Ja, mit Bewegung. Gut. Alles klar. Ich weiß nicht, an den Arm ist gar nicht gekommen.
Na doch, ich glaube wohl, das nehme ich mal mit. Hallo. Ach, ich kenne dich von letztem Jahr. Hallo. Hallo. Grüß dich. Moment. Reporting hat stoppt. Hallo. Hallo. Wir sollen mit Reporting erstmal warten, okay? Bis die Leute schon im Raum sind. Ich weiß nicht, warum Reporting schon läuft. Wie gesagt, dann kann. Ja. Okay. Herzlich willkommen. Danke. Du machst das? Ja. Ich bin Person. Wir warten noch ein, zwei Minuten. Hallo. Ich bin Thomas. Organisator. Warum wird das jetzt gerade aufgenommen? Wollt ihr noch nicht so weit hin? Oh, keine Ahnung. Da habe ich nichts mit zu tun. Ist der Kollege da? Der gehört. Oder der Sessionsfirma-Konferenztisch. Das ist unser größter Raum hier. Ja. Das war mein Wunsch, der größte Raum. Das lohnt sich zu mitarbeiten, da kommt sofort die Arbeitsatmosphäre auf. Der Franz hat sich auch schon eingewählt, der will jetzt auch gleich mitarbeiten. Ja. Hast du die Zusammenfassung von dem letzten schon zeichnerisch gemacht, wie bei uns damals? Ja, also ich bin daran, gewisse Dinge zusammenzufassen, damit ich mich daran erinnern kann, was gesprochen wurde. Aber ich habe mir dummerweise bei der psychologischen Sicherheit keine Notizen gemacht. Das war so spannend. Ich habe voll zugehört. Aber nach deiner Notiz von unserem Vortrag habe ich mir dann gleich die DVDs von Herr Rossi Sucht das Glück gekauft. Ich habe mir dazu anschauen, aber dein Tipp war nur deine Zusammenfassung. Die war echt klasse. Danke dafür. Ja, gern geschehen. Machen, dass man dieses Bild, was wir im Traum haben, hier auch groß sehen können.